Wir drehen! Seid mal leise! Kann das auch. Hallo liebe Ladies, willkommen auf dem Body IP Mädels Channel. Natürlich auch herzlich willkommen Herren. Ich möchte euch heute ein bisschen was zur Motivation erzählen. Wie motiviere ich mich und wie könnt ihr euch vielleicht noch mehr motivieren? Viel Spaß! Ja, wie motiviere ich mich? Das haben einige gefragt. Das war ein Videowunsch von euch. Gerne möchte ich dazu ein bisschen was erzählen. Erster Punkt, ich halte an meinen Zielen fest. Das heißt, ich habe für mich fokussiert, wo möchte ich hin, was möchte ich für mich erreichen. Und das motiviert mich eigentlich am meisten, da auch ja, am Ball zu bleiben und dabei zu bleiben. Weiter habe ich auch für mich ein Vorbild, was ich auf den Social-Media-Kanälen verfolge und was mich ebenfalls motiviert. Dann weiter, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, wo ich keine Lust habe auf Training, das gibt es auch bei mir, hilft es mir eigentlich ganz gut zu erfragen, wer von den Mädels, von meinen Freundinnen auch im Gym ist und verabrede mich. Ja? Verabrede mich fürs Training und habe damit ein festes Date im Kalender und muss nicht alleine das Ganze durchziehen. Ja, das hilft mir auch immer ungemein und vor allem, man sagt dann auch nicht so schnell ab oder sagt, ach komm, ich lasse es lieber sein, sondern man hält dran fest und ja, trifft sich mit den Mädels, hat noch ein bisschen Spaß und hinterher fühlt man sich doch immer auch gut nach dem Training. Ein weiterer Punkt ist natürlich, ja, wirklich auf Ziele hinzuarbeiten. Man weiß vielleicht, in ein paar Monaten geht es zum Beispiel in einen tollen großen Urlaub. Oder es steht irgendein Event an, eine Hochzeit innerhalb der Familie oder von Freunden oder irgendein Geburtstag, eine Sommerparty, sein eigener Geburtstag. Irgendein Ziel hat man sicherlich immer so ein bisschen vor Augen, wo man sich einfach selbst wohlfühlen möchte. Gerade natürlich, wenn es in den Urlaub geht, auch im Bikini vielleicht wohlfühlen möchte. Und das motiviert mich einfach auch ungemein. Dann weiter, wenn ich die anabole Diät mache, mache ich sie persönlich immer im 6:1 Rhythmus. Das heißt, 6 Tage Anabol und einen Tag Cheaten. Und wenn es ans Cheaten geht, das motiviert mich, die 6 Tage Anabol auch wirklich gut durchzuhalten, weil ich nasche unwahrscheinlich gerne. Das ist natürlich auch ein guter Motivationsgrund. Generell, wenn es vielleicht auf Cheat Dates zugeht, die Tage vorher gut durchzuhalten und vielleicht beim Training nochmal richtig durchzupowern, um sich dann auch wirklich richtig gut was gönnen zu können. Ein weiterer Motivationstipp ist auf jeden Fall, vorher, bevor man ins Training geht, sich schon mal durch gute Musik. Ja, das kann jegliche Musik sein, sei es Hip-Hop oder eher in die House-Richtung. Das, was euch halt gefällt. Gute, motivierende Musik kann euch auch auf jeden Fall ins Training bringen. Ansonsten auch natürlich, wer es mag, ein Booster. Ich bin nicht so der Booster-Fan. Ich habe mal einen Booster ausprobiert, da wurde ich richtig, richtig aggressiv von. Aber mittlerweile habe ich auch einen gefunden, wo ich einen halben Scoop mal nehmen kann. Also auch das kann eine gute Motivation sein. Und ansonsten manchmal wirklich einfach über den Schatten springen. Ich wollte letztens einfach nicht den Weg ins Parkhaus laufen nach der Arbeit, meinen Sportbeutel holen und dann wieder ins Gym zurücklaufen. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gesagt habe, komm, du hast heute ein bisschen zu viel vielleicht gegessen, vielleicht nochmal hier ein bisschen was genascht. Du fühlst dich danach besser. Mach es. Zieh es durch. Einfach diese... ja, dieser Mindset dann wirklich dahinter ist, wirklich durchzuziehen. Und dann trifft man im Gym vielleicht das eine oder andere bekannte Gesicht, kommt nochmal ins Gespräch und fühlt sich einfach gut, denen dann auch zu beweisen, man geht wirklich so oft ins Gym, wie man es auch in den Social-Media-Bereich immer erzählt. Also einfach da am Ball zu bleiben und wie gesagt, danach fühlt man sich immer wirklich gut und kann am nächsten Tag dann auch wieder mit einem leichten Muskelkater vielleicht auch in den Tag starten und weiß, dass es richtig war. Das sind soweit erstmal meine Motivationstipps. Wie motiviert ihr euch? Schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat und vielleicht was für euch dabei gewesen ist. Gebt ein Like. Schaut weiter bei Instagram und Facebook vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr richtig trainieren sollt, Body IP Ladies System Get the Curve. Oder auch für die Herren das Body IP System. Da zeigen wir euch, wie ihr richtig trainiert und ihr euch richtig ernährt. Das auch langfristig. Bleibt dabei, bis dahin.
Eure Mara und der Lenny. Schnarch.